Das Geheimnis der Großdolmen. Im nordischen Raum längst vergessener Germanenstämme liegen gewaltige Steine verstreut. Lang vor den heidnischen Völkern sollen unsere Vorfahren niedrige Steinhäuser mit Geschick und nicht erklärbaren Kräften in die schroffe Landschaft gesetzt haben, ohne dass es bis heute eine belegbare Erklärung für sie gibt. Riesen sollen sie gewesen sein, die ihresgleichen unter den Steinen begruben. Doch man fand keine Knochen, kein Skelett, keine Belege für ein Grab. Und doch nennt man sie Hünen- oder Großsteingräber. Sie sind das Stonehenge Deutschlands, eines der großen Rätsel mitteleuropäischer Frühgeschichte, die verzweifelte Forscher zu unbedachten Aussagen treiben. Sie seien Grenzsteine oder rituelle Bauten. Immer dann, wenn ein Archäologe nicht weiter weiß, wird ihm unwiderlegbar klar, es handelt sich um ein Monument für göttliche Rituale. Die meisten Anlagen sollen zwischen 3500 und 2800 vor Christi entstanden sein, in einem wahren Bauwahn, so vermuten Wissenschaftler. 900 solcher Anlagen sind heute noch in Deutschland bekannt, und doch soll es nur noch ein Bruchteil dessen sein, was damals erbaut wurde. Viele Anlagen wurden später zu Kirchen und weitere fielen dem Industriezeitalter zum Opfer. Statt es zu erforschen und zu bewahren, verfremdete und zerstörte man eines der größten Rätsel der Jungsteinzeit. Hier an der Straße der Megalithkultur, die sich 330 Kilometer durch das westliche Niedersachsen windet, finden sich allein zwischen Osnabrück und Oldenburg 70 solcher Dolmen oder auch Langgräber genannt. Diese Großdolmen stehen möglicherweise in direkter Verbindung zum englischen Stonehenge, von dem aktuell bekannt wurde, dass die Anlage ursprünglich um ein Vielfaches größer war als gedacht. Die bekannte Ringanlage sticht wie ein Kirchturm aus einer Stadt, die verborgen unter meterdicken Erdmassen liegt. Die Datierung solcher Anlagen scheint der Wissenschaft schwer zu fallen, da sich mehr und mehr herausstellt, dass man bei der zeitlichen Einschätzung solch früher Bauwerke völlig falsch lag. Sie sollen tausende Jahre älter sein und zeigen oft Fertigungsspuren, die als unmöglich eingestuft und dann möglichst schnell verdrängt werden. Wenn die Hünengräber, wie sie im Volksmund genannt werden, der Überlieferung nach von Riesen erbaut wurden, diese sie aber nie als Grabstätten nutzten, welchen Zweck erfüllen sie dann, wenn kein ausgewachsener Mensch unter den niedrigen Steindächern verweilen könnte? Welche Volksgruppe wurde damals als Riesen bezeichnet und was hinterließen sie uns sonst noch? Fragen über Fragen, die mir beim Anblick dieser Steine keine Ruhe lassen. Wer waren die Erbauer der Megalithkultur und wann lebten sie wirklich? Welchen Zweck erfüllten ihre gewaltigen Hinterlassenschaften, die wie die Pyramiden spielend Jahrtausende überdauern? Was ist das Geheimnis der Dolmen?